Ganz gleich, ob Schöpfung oder Evolution, ich denke bei diesen Begriffen zuallererst an eine offene Weltfreudigkeit, an eine fast naive Begeisterung und Freude für alles Schöne und Faszinierende, für alle Vielfalt, die diese Erde zu bieten hat. Genau so klingt auch die Musik in Joseph Haydns Oratorium Die Schöpfung. Eine Musik, die grundpositiv und optimistisch ist, in den großen Chören nahezu entfesselte Freude darstellt. Wir freuen uns sehr, mit der Essener Kantorei und dem Essener Barockorchester dieses großartige Kunstwerk im diesjährigen Silvesterkonzert aufführen zu können. Und es war gleichzeitig der Anstoß für unser Jahresprogramm rund um die Schöpfung. Aus unserer Begeisterung sollte Leidenschaft werden für die Verantwortung, diesen Planeten erhalten zu wollen, von Generation zu Generation, für uns heute wie auch für die kommenden Generationen. Darüber müssen wir nachdenken, miteinander sprechen, aber vor allem auch handeln.